Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube, zu einem Nachrichtenstream mit verschiedenen Themen, natürlich auch mit aktuellen Unfällen. Gegen 14.30 Uhr hat es einen Verkehrsunfall gegeben auf der 81 Tuningen Richtung Stuttgart. Die Polizei war gegen 14.40 Uhr noch auf Anfahrt, deshalb hat sie auch noch nicht so viele Infos dazu. Es hieß, eine allein beteiligte Person. Falls es nähere Infos dazu gibt, im Nachgang findet man das dann in der Videobeschreibung. Es hat einige Verkehrsunfälle gegeben, die recht seltsam waren im Aargau. Man sieht es auf dem Thumbnail. Dazu kommen wir gleich. Und Bad Säcking hat einen neuen Blitzer eingeführt. Also, ja, ist das eine Abzocke? Sternezerstörer, der informiert hier im Livestream. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Hier im Livestream darf ich begrüßen Sternezerstörer aus Freiburg. Guten Tag. Ja. So, bevor wir hier dann weitermachen, er wird sich hier äußern, wie bereits schon antextet, zu den sogenannten Blitzern, Ordnungswidrigkeiten. Übrigens neu hier im Stream, da oben hier, Breaking News, aktuell hat es einen Verkehrsunfall auf der 81. Stau müsste es nicht unbedingt geben, wie die Polizei mitgeteilt hat. Und jetzt kommen wir zu den Verkehrsunfällen. Na, wo sind die Verkehrsunfälle? Das ist die Live-Sendung. Ja, hier haben wir sie. Ist eigentlich jemand im Live-Chat drin? Mal gucken, ob ich überhaupt live sende. Ah ja, ich bin live. 16 Zuschauer, bitte schreibt mal jemand in den Chat rein, ob man uns empfangen kann. Ganz kurz, weil normalerweise eifern da alle so viel, so schnell. Und bitte gebt mal kurz eine Nachricht, wie das aussieht. Ob man uns im Live-Chat hier, ob ich euch da sehen kann, lesen kann. Bitte mal kurz eine Info. Ah, ja. Rainer Hipfmer. Ja, Walter, servus. Servus, tipptopp, tipptopp. Wunderbar, alles gut. Nicole Triolt, dann können wir hier loslegen, dass ich hier alles erzähle und ja, kriegt hier keiner mit. Ja, zum ersten Unfall. Die Bilder sind übrigens zur Verfügung gestellt von der Kantonspolizei Aargau. Hier ist etwas in Auenstein passiert im Aargau. Und zwar gegen die Böschung geprallte Neulenker verlor am Donnerstagabend, wenn wir heute Samstag, demnach war das der 29. September, außerhalb von Auenstein die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Böschung. Verletzt wurde laut der Kantonspolizei Aargau niemand. Am Wagen entstand Totalschaden. Also da hat er echt Glück gehabt. Und der Selbstunfall ereignete sich am Donnerstag Abend kurz nach 20 Uhr auf der Außerortstraße zwischen Auenstein und Bieberstein. Auf dieser Nebenstraße war der 20-Jährige in Richtung Auenstein unterwegs, als er die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dieser prallte in der Folge gegen die Böschung, kam demoliert am Waldrand zum Stillstand. Eine Ambulanz, also der Schweizer Rettungsdienst, brachte den
20-Jährigen und seine 19-jährige Beifahrerin zur Kontrolle ins Spital. Wie sich zeigen sollte, waren beide unverletzt geblieben. Am älteren BMW entstand hingegen Totalschaden. Also von Alkohol steht hier nichts dabei. Sonst, also wenn jemand da Alkohol gehabt hätte, würde es ja drinnen stehen. Hier habe ich noch ein zweites Bild, wie das Fahrzeug auf dem Abschleppwagen draufsteht. Und dann kommen wir auch gerade mal schon zur nächsten Meldung. Das ist auch ein bisschen mysteriöser Unfall. Ja. Ein Kollege, der hat mir schon aus dem Aargau da einen Zeitungsbericht geschickt. Da sage ich, ja, ich habe das doch auch, ich krieg das doch auch alles, die ganze Bildle. Also hier haben wir einen... In Kaiseraugst, da ist jemand gegen eine Straßenlampe geprallt. Mutmaßlich, weil er am Steuer einschlief, prallte ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag gegen eine Straßenlampe. Verletzt wurde niemand. Das ist irgendwie seltsam. Also in letzter Zeit passieren immer wieder Unfälle. Das liest man so in die Pressemitteilungen, wo die Leute einfach einschlafen, Mitte am Tag, Sternezerstörer, ich habe dein Mikro gerade mal freigeschaltet, falls du was dazu per Ton sagen willst. Hast du das auch in die Nachrichten ab und zu mal schon gelesen, dass die Leute tagsüber einfach einschlafen? War jetzt nichts bekannt zu dem Thema. Nix. Vielleicht kam der ja von der Sicht. Und dann steht hier weiter, der Selbstunfall ereignete sich am Donnerstag, 29. September gegen 17 Uhr auf der Landesstraße in Kaiseraugst. Der 70-jährige Automobilist, also automobilistisch Autofahrer, war in Richtung Rheinfelden unterwegs, als er vor dem Kreisverkehr auf Höhe Wurmisweg die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Dieser geriet auf die Gegenfahrbahn und kam nach links von der Straße ab. Und der Kia rammte danach eine Straßenlampe und kam auf dem angrenzenden Radweg zum Stillstand. Verletzt wurde niemand, am Auto entstand allerdings Totalschaden. Auch der Kandelaber, also diese Straßenlaterne, sowie eine ebenfalls ausgerissene Signaltafel wurden total demoliert. Nach ersten Erkenntnissen war der 70-Jährige am Steuer eingeschlafen. Die Kantonspolizei nahm ihm den Führerausweis vorläufig ab. Also ja, wenn natürlich jemand einschläft, Sternezerstörer, das geht natürlich nicht. Egal, was da jetzt dran schuld sein soll, ob zu wenig Nachmittagsschläfle oder sonstige irgendwelche Hohlkörperversiegelungen, die es in den letzten 2 Jahren immer gab und weiterhin geben soll, wenn man sich nicht wehrt, dann, das sind früher, und das ist immer wieder schon welche gesagt, dass die Autofahrer irgendwie die Gefahr werden hier von der Nation, wenn sie da so eine Hohlraumversiegelung haben. Ja, ob das jetzt daran liegt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Falls derjenige da seinen Livestream sieht, dann kann er sich ja gern mal an die Redaktion melden. Das würde mich mal interessieren. Oder uns alle, denke ich mal, euch doch auch. Eben. Ja, dann habe ich noch einen dritten Verkehrsunfall. Das ist noch das Auto, da der Kia, der ziemlich kaputt, wie er da auf der Straße Laterne aufsitzt. Und dann haben wir hier, das ist ganz in der Nähe, auf der anderen Seite drüben vom Rhein, das war gestern am Freitagmorgen, da stießen an der bei der Einmündung außerhalb von Sisseln 2 Autos zusammen. 3 Beteiligte wurden teils schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Freitag, 30.09. um 7.50 Uhr. Also Sonne kann da nicht geblendet haben, weil ihr seht, das ist alles bewölkt. Es passieren da ziemlich viele Blendungsunfälle gerade in der Morgen-, in der Abendsonne. Wenn man die Sonne im Gesicht hat, muss man aufpassen. Und das ist auf der Schaffhauser Straße zwischen Sisseln und Stein passiert. Von der seitlich einmündenden Sissler Straße fuhr der 82-jährige Lenker eines Nissan auf die Hauptstraße hinaus und missachtete dabei
das Vortrittsrecht eines herannahenden Hyundai. Und seine, wo war das? In der Folge stießen die beiden Autos heftig zusammen. Also ich habe da natürlich auch noch ein weiteres Bild. Noch zwei. Uiuiui, ziemlich kaputt. Der 65-jährige Fahrer des Hyundai und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden schwer verletzt, während er durch den Rettungshubschrauber von der Rega ins Universitätsspital Basel geflogen wurde, transportierte in der Ambulanz die Frau ins Kantonsspital Aarau. Auch der 82-Jährige wurde durch eine Ambulanz verletzt ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Straße bis kurz nach 9:30 Uhr gesperrt. Feuerwehr leitete den Verkehr örtlich um. Also da hat es heftig gekracht. Dahinter ist nur der Hubschrauber, den man da sehen kann. Ja, das wäre einfach mal zu den Unfallmeldungen. Spicy Lukas, Servus. Walter schreibt eventuell Spritze. Ja, okay, ja, kann möglich sein. Kann ja möglich sein. So, und dann haben wir hier jetzt den Blitzer. Am 21. September wurde mir das Bild von einem Lesereporter zugeschickt. Das ist in Bad Säckingen, ja. Und darum geht's jetzt eigentlich. Das ist so unser Hauptthema. Die Stadt Bad Säckingen hat dann Blitzer, also sind so viel wie zwei Stück da. Und ja, meistens gibt es ja dann immer Geld in die Gemeindekasse. Und die Frage ist halt, ja, ist das Abzocke? Ich schalte hier mal den Sternezerstörer visuell mit rein. Wo ist er denn hier? Gucken. Discord. Ja, gut, ich schalte ein. Discord. Discord. Ah, jetzt sehen wir alles. Servus. Guten Ja, Tag. also das ist ja schon so eine Sache mit den Blitzer, ja, ob jetzt ein, zwei oder wie viele da hinkommen. Manche sind mobil. Es gibt sogenannte Ordnungswidrigkeiten. Ich habe da vorab ein bisschen mal recherchiert und wollte mal deine Meinung dazu, deine Erkenntnisse wissen. Ich habe da gelesen im Internet, das Ordnungswidrigkeitsgesetz in Klammer OWIG wurde vom Bundestag der Bundesrepublik Deutschland am 11. Oktober 2007 zur rückwirkenden Aufhebung beschlossen, weil an jenem Tag das Einführungsgesetz für das Ordnungswidrigkeitsgesetz rückwirkend aufgehoben wurde. Unter Beachtung dieser Sachlage existiert seit der Bekanntgabe im Bundeszeiger am 29.11.07, also schon einige Jahre, für sämtliche Ordnungswidrigkeiten keine rechtliche Grundlage mehr. Ebenfalls wurde bereits am 25.04.2006 im Bundesgesetzblatt der Paragraph 5 zur Ordnungswidrigkeit, Zivilprozessordnung, Strafprozessordnung und GVG aufgehoben. Außerdem ist durch die Streichung des Einführungsgesetzes zum Ordnungswidrigkeitsgesetz der räumliche Geltungsbereich des Ordnungswidrigkeitsgesetzes weggefallen. In Klammer BVR WGE 1792 gleich DVBI 1964,147. Ich habe das mal, so wie ich es vorgelesen habe, in die Videobeschreibung geschrieben. Was bedeutet das? Heißt das Ordnungswidrigkeitsgesetz rückwirkend aufgehoben? Aber es gibt doch Ordnungswidrigkeiten. Jeder hat doch schon Knolle zahlt so in die letzten Jährchen. Also wo man früher mal ein bisschen flotter unterwegs war. Selbst wenn man mal
Da fällt mir ein, letztes Jahr habe ich einen Interviewtermin mit dem Bürgermeister von Säckingen gehabt und wir haben uns irgendwie nicht gefunden am Bahnhof. Da ging es um diese für 140.000 Euro teure Toilette und ja, wir haben uns nicht gefunden. Da habe ich dann der Chef von der Reinigungsfirma dann interviewt. Das kam dann auch im Fernsehen. Ich habe bei mir den Beitrag noch gar nicht online. Müsste ich mal machen, weil das war interessant. Am nächsten Tag war die Toilette gleich wieder verschmutzt. Jedenfalls wollte ich dann zum Auto hin und da ist da Knolle dran. 10 oder 15 Euro. Ich so, hä? Ich muss dazu sagen, dieser Parkautomat, wo man das Geld einwirft, der hat nicht funktioniert. Der hat meine Euros nicht genommen. Ja, demnach habe ich einen Zettel reingelegt in die Windschutzscheibe und geschrieben, gerade nicht, ja. Und da ist das so ein gelber Zettel dran gewesen. Da bin ich anschließend direkt aufs Rathaus und habe das gemeldet. Und haben die gesagt, nee, okay, das müssen jetzt natürlich nicht zahlen. Und ein paar Wochen später kam dann ein Brief, so war, glaube ich, sogar gelb oder so, keine Ahnung. Jedenfalls musste ich das überweisen. Der hat drauf bestanden, der hat gemeint, dass da keine Euro-Stücken reingehen, nur 50 Cent, Rückgeld kommt nichts. Das wurde irgendwie so beschlossen ja, beim Gemeinderatssitzung. Und ich könnte ja dann in ein Parkhaus reinfahren. Also, weißt, ich mache einen Beitrag für die Öffentlichkeit, fürs Fernsehen sogar, und dann soll ich 10 Euro zahle, weil der kein Rückgeld rauswirft. Der völliger Schwachsinn. Der Modellbahnkanal schreibt hier gerade, auf welchem Geltungsbereich beziehst du dich? Genau. Gelte. Auf welchen? Auf welchen? Also diese Ja. Ordnungswidrigkeiten, das habe ich auch schon gelesen. Irgendwo habe ich es gelesen. Kann das sein, dass das nur in der Luft und und auf dem Wasser gültig ist? Oder wie kann das sein irgendwie? Paragraph 5 obig, so steht es drin. Also, Ah, stimmt, ja, du musst, genau. da musst aber, wenn du im Flugzeug bist, Ja. dann muss das Flugzeug eine Flagge dran haben. Eine schwarz-rot-goldene. Was? Also Kann das jemand? die, Steht's drin im Gesetz? aha. Weiß Aber gar nicht, wo die Flagge muss, außer innen. Keine Ahnung. das ist ja Aber komisch. kann sie machen. Kann sich jeder schlau machen. Steht im Paragraph 5 Ordnungswidrigkeiten Gesetz. Da steht's drin. Hatten wir ja schon ein paar Mal. Aber ich denke, Peter, bei dir ist irgendwann einmal der Grosche jetzt gefallen oder ja, fast an den Boden gefallen. Ich habe heute wieder einen Alles nein. Brief, ich habe einen Brief gekriegt ohne Unterschrift. Oh, ich kann dir sagen, von wem. Von Oder ich wem? kann es mal fragen, ob jemand den Paragraphen 164 AO. Da geht es auch um das Thema, er oder sie bekommt Post und da steht sinngemäß drin. Alles nur vorläufig. Ist nicht rechtsverbindlich. Ist auch nicht rechtswirksam. Alles vorläufig. Da kann auch noch im Hinein von diesen, naja, von der Firma nachgeprüft werden. Um welche Behörde handelt es sich hier? Oder um welches Amt? Oder ist Amt und Behörde eine Firma? Wir hatten das schon mal. Ich will auch da gar nicht drauf rumreiten. Mir hat zum Beispiel letztes Mal im Chat einer geschrieben, da wegen meinem Besuch in die Villa Kunterbunt. Er oder sie, schwach halt, schwache Leistung, sage ich, ja, schreibt mir: Oh, der Sternenzerstörer, ich habe ja auf dem Brieffeld seinen Namen gelesen. Ja und? Glaubt denn jemand, dass mir das irgendwas ausmacht? Wenn ich anfange, im Kleinen nicht die Wahrheit zu sagen, und das mache ich nicht, ich sage, wie es ist, dann würde ich mich selber diskreditieren und dann stehe ich hier am falschen Ecke. Ja, ich habe jetzt die Dinge in meine Hände genommen, schon seit langen Jahren, und möchte jetzt ein paar Dinge geklärt haben. Und Peter, nochmal zu dem, was du vorhin verlesen hast oder vorgelesen. Auf welche Quelle beziehst du dich da? Wo hast du es gefunden? Im Internet. Nicht, dass man da mit YouTube, sagen wir mal, in Berührungsphasen kommen, die man nicht wollen. Wo kann man das lesen?
gerade auch zum Thema Bereinigungsgesetze. Ja, da gibt es Wo kann ja. man denn? Ups. Ja, wenn ich jetzt da wieder reinklicke, dann habe ich wieder das Problem. Da, Sagen. ich habe es rauskopiert. Es gibt die Seiten vom Bundesjustizministerium, da gibt man die gewünschten Suchartikel ein und dann findet man die. Mein Tipp, abfotografiere. Weil manche Dinge sind so extrem schwierig runterzuladen bzw. runterladen, geht aber Drucke. Drucke, ausdrucken wird erheblich erschwert. Das ist der Grund, warum ich viele Dinge einfach abschreibe oder auch mache mit meinem zweiten Handy oder mit meinem zweiten oder ersten Tablet, wie auch immer, ein Foto, dann habe ich das. Und da gibt es auch ein paar, naja, de jure, mehr sage ich nicht, Informationsmöglichkeiten, wo man sich selber ins Bild setzen kann, wo man weiß, ah, okay, da kann ich es lesen. Und man darf eins nicht vergessen, das wird laufend geändert. Und dann kann auch sein, dass das Sinn sich ändert. Oder, so geht es mir, gebe ich offen zu, wenn ich manche Dinge lese, denke ich, hä, was ist denn das? Das muss ich lesen und dann muss ich vielleicht auch mal nachfragen bei Leuten, die das hauptberuflich machen. Und dann wird es erklärt. Und dann weiß ich, aha, okay, so ist das auszulegen. Und dann sollte man auch nicht außer Acht lassen, gibt es ja zum Gesetz immer wieder diese Kommentare und Erläuterungen. Wenn jetzt einer Bußgeld zahlt in Säckingen und einer zahlt es in Freiburg oder einer fährt gegen den Baum in Säckingen und einer in Lörrach und einer in Freiburg, dann kann die Gemeinde schon mal auf die Idee kommen, dem einen da unten 200 € abzuverlangen, in Freiburg 300 und von mir aus sonst irgendwo 500. Und das sind auch Sachen, da kann man, also das Gesetz ist, man kann es biegen, man kann es oft falsch deuten, hat mir auch jemand eingeschrieben. Ich soll mich besser informieren. Ja, Dankeschön zurück. Weil da, was da teilweise an Kommentar geschrieben wird, da gebe ich dann gar keine Antwort oder schreibe halt hin, ha jo. Oder, ja, ganz einfach. Weil es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, erstmal selber recherchieren. Ja, ich habe zig Stunden da reingeballert, um mein Wissen auf den Punkt zu bringen, wo ich ordentlich mitreden kann. Ja, und ich habe auch im Chat gelesen, da gibt es sehr gute Antworten. JS Germany, Modellbahn 1 zu 87, Mammutkäfig, was weiß ich, 38,5. Da gibt es also genug. Tyler möchte ich erwähnen, mal auch zwischendrin. Da gibt es genug Leute, die machen sich mittlerweile einfach mal Gedanken und ich spüre das irgendwie. Oder es wird mir bewusst, dass viele Leute selber irgendwo erkennen, da stimmt irgendwas nicht. Und ich sehe meine Aufgabe darin, einfach hier vernünftig, fundiert und auf einer Basis von Wahrheit und Klarheit zu informieren. Ja, und ich habe das auch in Freiburg, das habe ich ja nicht, das, ich mache das ja nicht zum Spaß oder weil es mir langweilig ist. Es gibt Ungerechtigkeiten und die gefallen mir nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, würde mich interessieren, was der Chat dazu sagt, was ich schreibe. Ich finde es auf jeden Fall nicht witzig und das mit den Blitzer finde ich auch nicht witzig. Ich kann das bis zu einem gewissen Maß verstehen, wenn es um Verantwortung geht. Um Kinder und so weiter, Frauen, Männer, alles, dass da gewisser Schutz da ist. Aber so ein Blitzer, der kostet auch richtig Geld, ne? Ich glaube, die Berlin finanziert die Einnahme ihrer sogenannten Beamten ausschließlich über Bußgelder. Stimmt das? Echt jetzt? Nee, aber ich war in Deutschland unterwegs und ich weiß das. Und deswegen frage ich mal den Chat, ob da der eine oder der andere mal kurz nachschauen möge. Wenn er das sie mag, dass man schauen kann, ob ich falsch liege, dann entschuldige ich mich, wenn ich falsch liege. Aber wenn man von einer Million im Monat spreche, dann sind es mal im Jahr 12 Millionen und das ist schon ordentliches Geld. Ajo. Das sind deine, sind deine 10 Euro gar nichts. Und dann wird mir mal interessieren, was passiert denn mit den eingezahlten Bußgeldern? Ist das Schwarzgeld? Oh, muss man das im BaFin melden? Gibt es da eine Steuer-ID? Gibt es da eine Kasse? Gibt es die Möglichkeit nachzuvollziehen, was macht denn der Staat, die Stadt oder die Gemeinde mit unserem Geld? Weil wenn ich mir so die Straße angucke, von hier bis Hamburg, also das ist eine Katastrophe. Und was ich ganz toll finde, wenn ich nach Dortmund fahre, zu meinen Freunden, seid herzlich gegrüßt da oben. Silvia Schandor, David und so weiter. Meine Freunde Ivo, grüße euch. Die Straße da oben,
Das ist Krisengebiet. Das ist unfassbar. Ich weiß gar nicht, was die mit uns am Geld machen. Ich sehe nichts. Wie sieht es bei euch da oben aus im Hotzenwald? Lörrach, Säckingen und so weiter. Mein, im Werratal geht es ja noch einigermaßen. Ja, Aber da, wo ich fahre, das bin ich Wehratal immer ist schon gerade eh. gesperrt. Gesperrt ist Wehratal weiterhin bis 15.12. Da ist doch so, da Was? sind doch zwei Steine runtergefallen und jetzt kommen die Geologe. So hat es eigentlich angefangen, auch im Albtal. Da wurde immer alles rausgeschoben und es ist seit 7 Jahren zu. Bin mal gespannt. Ja, was gibt's da so Geheimnisvolles dahinter? Ich war neulich am Kraiwo-Gumbe. Sagt dir das was, Peter? Ja, schöne Gegend dort. Da habe ich ein Tunnelsystem entdeckt. Komisch, oder? Ah, Zwei Eingänge. du meinst das von der Schluchseewerke, diese Grotte da, wo die Eisentüre vorne dann ist? Ja, die meine ich. Und ein bisschen weiter weg von dort gibt es noch einen wunderschönen Eingang. Auch noch Kennst du nein. den? Nee, noch nie gesehen. Ich habe mal Bilder davon gemacht, die bekommst du natürlich. Alles klar. Also Okay. es kann ja sein, dass das eine oder andere Tal mal aus dem Ersten Weltkrieg oder vielleicht auch noch deutlich davor mit dem anderen Tal unterirdisch verbunden war. Ist es auch. Das weiß ich noch von meinem Opa. Mein Opa kommt aus Schopfheim. Ja? Und Okay. meine Oma auch. Deswegen weiß ich das. Ich weiß, dass die Schweizer und die Deutschen schon vor dem Ersten Weltkrieg da unten über die grüne Grenze, oberhalb wie unterhalb, schon ganz Ja, ordentlich ja. geschmuggelt Da haben. gibt's doch Ja? Hauestein, gibt's auch einen Tunnel. Was? Ja. Und ja, auch schon mal besprochen gehabt, Freiburg ist komplett untertunnelt. Na, du meinst die Das sieht. Straßenbahnen, die unter. Ah, ne, da hat's ja, glaub, keine, gell? Schon nicht. Hat's keine U-Bahn in Freiburg, die sind alle oben drauf. Ist ja Verschwörungstheorie, sag mal. Aber ich kann mit eigenen Augen, habe ich das gesehen. Ja. Ich war auch im Schlossberg-Bunker drin, vor Jahrzehnten. Und wir haben ja da auch ein Video gedreht. Ne? Das ist alles miteinander verbunden, Leute. Das muss euch erstmal klar werden. Das ist der absolute Hammer. Also am 3. Und ich behaupte, Oktober, am 3. Oktober ist der Feiertag, Tag der deutschen Einheit. ja, eigentlich müsste es aber der 28.09. sein. Was? Weil da waren ja die Beschlüsse. Oder 2 plus 4 Verträge. Um was geht's denn da? Aha, um die Zusammenlegung zweier Wirtschaftsgebiete. Warum ist dann der 3.10. so interessant? Kann das jemand beantworten? Ich weiß es. Weiß das jemand? Kennt jemand die Antwort? Warum ist der 3.10.? Feiertag und der 28.9. nicht. Eigentlich ist es der 29.9., aber da gibt es Unklarheit. Und bei den 2 plus 4 Verträgen, also 2 plus 4 sind 6, waren aber nur 3 der 6 vor Ort anwesend. Was? Was ist denn da los? Stimmt, geht der Vertrag? Ist der dann rechtlich verbindlich? Ist der rechtswirksam? Gilt der? Oder ist der geltend? Weiß das jemand im Chat? Frag ruhig mal. Schau mal, was ich schreibe, die Herrschaften. Bitte. Jetzt hat mir gerade einer eine Rechnung geschickt von der Wiesn. Vom 26. September, hey. 2 Maß Bier, a 12,80 €. Sonderpreis. Ein Wiesnradler für 12,80 €. Jetzt kommt der Hammer. Zweimal eine halbe Bio-Ente. Was schätzt, was die kostet? Ja, vielleicht alles zusammen. Du lachst. 70, 80 Euro, ich greife es Also mal hoch. eine halbe Bio-Ente kostet 53 €. Ja, Hey wie Leute, viel sind denn? die Inflation, die ist ja 54. jetzt schon bei 10%. Das kommt zwar jetzt. Zwei Portionen Knödel. Zwei Portionen Knödel, jeweils 7,20 €. Da kriege ich doch woanders zwei Menü. Zweimal Blaukraut, Art 7,20 €. Totale Summe 137,20 €. Was? Inklusive Märchensteuer von 27,65 €. Also, Was?
Also wenn ihr all Dann sagst solche teure, überzogene Rechnungen von der Wiese habt, vor allem der, wo mir das geschickt hat, der schreibt hin, das ist doch nur was für Politiker. Das kann sich sonst keiner mehr leisten. Hier, Rechnungsnummer 30109 vom 26. September. Hammer, oder? Da, das ist keine ja. Erfindung. Krasse Sache Verstanden. hier, was das alles kostet. Vielleicht liegt, oder an der Chat, vielleicht liegt es ja auch daran, dass die Standgebühren, die sind ja deutlich teurer geworden. Tja, merkwürdig. Und was noch interessanter ist, finde ich, Ja. da waren ja brutal viele Leute unterwegs. Haben die auch die Abstandsempfehlungen eingehalten? Weil das geht so nicht. Da. Sonst muss ich meine Maske da unten verkaufen. Diese schwarz-rote, die ich schon mal aus ihrer, dem Kaufland anhatte. Warum haltet denn die keinen Abstand? Sag mal, sind die wahnsinnig? Das geht doch nicht. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Da. Da muss doch mal irgendeiner hergehen und sagen, hey, halte mal den Abstand da. Aber nein, da hocken sie prall gedrängt. Hey Leute, es gibt wieder was. Weil ich habe es ja vor einem Jahr schon gesagt, dass es wieder ein paar Empfehlungen gibt zu dem, das Ja. Wort, dem, naja, medizinische Grundverhalt im Außenbereich. Aber das, doch eine Frechheit, das macht man doch nicht. Deswegen bin ich auch zu Hause geblieben, im schönen Freiburg. Nicht, dass ich mir noch eine Erkältung hole, habe eh schon eine. Ja, ich habe Aber vorhin auch, ich habe auch schon niesen jetzt. müssen. Boah, ich habe schon niesen müssen. Naja. Schau. Peter Zimmermann, Heidi Beckers, Servus, Hellraiser schreibt hier, da der Sternenzerstörer sich sehr gut auskennt, möchte ich ihn fragen, was er zur, das Wort darf ich nicht sagen, Theorie sagt, denke er weiß, was ich meine. Das Wort ist leider ein bisschen sehr kritisch auf dieser Plattform. Ja, von da gesehen. Was man nicht offen sprechen kann. Ist schon traurig genug. Naja, Ist nicht schön. bestimmt im Kontakt auf über Telegram. So. Chris, no. Dann schreibt hier Modellbahnkanal, Hallo. was Servus. Es gibt nichts, was geltend, gültig, ungültig oder dergleichen ist. Alles Fiktionsbegriffe. Respekt. Gut. Was hat er nur gemeint? Das Ordnungswidrigkeitengesetz ist nie in Kraft getreten. Was quatschst du da? Hä? Nachlesen. Nicht was quatschst du da? Nachlesen. Hast gehört? Modellbahnkanal. Weiß es wahrscheinlich. Er weiß es wahrscheinlich. Er weiß auch, wo er es nachlesen kann, denke ich. Welche Abstandsregeln auf welcher Grundlage? Genau, sehr gute Frage. Ich Ja. meine, da wird ja keine. Das ist eine Empfehlung. Das medizinempfehlende Gesetz ist schon nicht mal unterschrieben. Habe ich mir sagen lassen. Kann es jemand bestätigen? Ist ein Gesetz ohne verabschiedende rechtsverbindliche Unterschrift überhaupt ein Gesetz? Wenn nein, was ist es dann? Empfehlung oder? Wunschpaket. Wer haftet dafür? Darum geht's, Leute. Wer übernimmt für sein Tun die Haftung und bestätigt die Verantwortung durch Unterschrift? Eine ordentliche Unterschrift besteht aus Vornamen, Zunamen und Nachnamen. Ordentlich geschrieben, sodass ein anderer weiß, aha, von da kommt's, das ist das Anliegen, um das es geht. Und der andere weiß dann, aha, okay. Oder man nehme zwei Firmen. Eine Firma A schreibt die Firma B Rechnung. Von Chef zu Chef. Ja, glaubt denn irgendjemand, dass die Chefs dieser Unternehmen ihre Rechnungen, die sie sich stellen, nicht unterschreibt? Wenn ich zur Bank gehe, nicht auf, zur, möchte 10 Euro, falls jemand da ist.
Könnte sein, die sind alle im Urlaub oder im Homeoffice. Finde ich geil. Also, ich möchte 10 Euro. Gehe an den Schalter, sagt der Lady oder dem Mensch, wo da halt steht, jetzt 10 Euro und unterschreibe nicht auf diesem Wunschzettel. Wer glaubt dann irgendeiner, dass er 10 Euro kriegt? Kriegt gar nichts. Oder? Seht ihr das? Ich muss also immer unterschreiben. Ich muss immer unterschreiben. Ich, ihr alle, wir alle. Ja, Ja, also immer. bei der Bank muss man immer unterschreiben oder man gibt eine PIN-Nummer ein oder sonst was. Naja, Hellraiser, ja Eben. klar, also es ist ja logisch, dass auch einzelne Wörter, was sollten sonst zensiert werden? Das ist normal, das wissen wir. Es sind ziemlich viele Kanäle schon gestorben worden in letzter Zeit. Ja, mit vielen, vielen, mehreren 10.000 Abonnenten. Ja, genau. Es kann ja mal sein, dass man hier im Chat was vorliest, was man nicht vorlesen darf. Das ist ganz gefährlich. Und dass nichts passiert, habe ich auch einen Zweitkanal. Deshalb folgt mir auch auf diesen und auf dem dritten. Die Links sind in der Videobeschreibung. Ihr wisst's ja. Ja, es bleibt euch überlassen. Ich kann es nur anbieten. Genau. Es geht dann. Car-Service, schönes Wochenende. Jo, also das heißt, wenn da jemand jetzt geflasht wird von irgend so einem Blitz- oder Radargerät, muss er erstmal warten, bis Post kommt, dann ist da wahrscheinlich keine Unterschrift drauf und dann sagt er hier, bitte mal unterschreibe, dann gibt's Geld. Dick. Das ist doch jedermanns Recht, mal einfach nachzufragen. Da sind doch schon genug krumme Dinge gelaufen, wo irgendeiner hergeht und druckt sich da Formulare ab, schreibt da so alte Oma-Tricks, alle möglichen so Aktionen, und das finde ich nicht gut. Ich will wissen, mit was ich zu tun habe. Also nochmal, wenn jetzt irgendjemand sich so Formulare ausdruckt von der Stadt, schreibt die Leute und überweist mal munter da 50, 100, 20, 30, 10 Euro. Und dann nach einem halben Jahr kommt raus, oh, das war ja Betrug. Ja, was ist denn dann? Ja, kann man das Ich möchte also, zurückverlangen? ja, ich habe da schon Idee, wie sowas geht. Weil wenn ein Gesetz rückwirkend für nichtig erklärt wird, dann könnte es schon mal sein, dass der eine oder die andere auf die Idee kommt, seine eigenen Angelegenheiten mal aufzurollen und zu schauen, oh, was? Oh, da fehlen Unterschriften ohne Ende. Ja, und wenn die Unterschriften fehlen, wer haftet denn dann für solche Vorgänge? Und spätestens da, ich bin auch Kaufmann, ja, spätestens da sage ich, als gelernter Kaufmann mit über 25 Jahren Berufserfahrung, spätestens dann sage ich, gibt es auch ein Handelsgesetzbuch. HGB heißt es, Paragraph 17, meine A, Absatz 1. Da steht ganz klipp und klar drin, wer unter welchem Namen Kaufmann ist. Und der Kaufmann vertritt seine eigene Firma und kann unter, interessant, eine Präposition, und kann unter seinem Namen klagen oder verklagt werden. Und wann kann denn er oder sie nur ver- oder beklagt werden? Ja, wenn eine ordentliche Unterschrift auf dem Blatt Papier ist. Sonst kommt einer auf die Idee und sagt, oh, steht vor mir. Damit nichts zu. Ich Ja. habe nur gefolgt. Ich habe nur das gemacht, was mir gesagt wurde. Ja, mein Geld ist weg, oder wie? Ja, da gibt es Möglichkeiten. Mehr sage ich nicht. Damit habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ja, der Marc, der Staufer, der versorgt mich immer mit vielen, vielen Videolinks. Es tut ja auch täglich sehr viel. Ich kann gar nicht alles angucken. Wenn ich alle Videos da angucken würde, da hätte zu nichts mehr dazukommen. Ich habe gestern ein Video gesehen, diese Pressemitteilung oder ja, die Pressekonferenz von dem Präsident von Russland, Wladimir Putin, der da sein Gebiet um vier weitere ja, Gemarkungen vergrößert hat mit der Föderation.
ziemlich interessant. Die haben sich alle gefreut und gefestet und gefeiert und sind alle friedlich miteinander. Also anscheinend sind die alle zufrieden, dass es jetzt so ist, wie es ist. Ich habe mir das Video mal sicherheitshalber runterzogen. Wollte es bei mir hochstellen, aber das Ding hat auch 3,5 GB. Das dauert ewig. Das ist Wahnsinn. Also ihr müsstet einfach mal gucke, gebt mal rein im Putins Rede, irgendwie sowas, Föderation. Da gibt es einen YouTube-Kanal, der heißt Roter Oktober, der das online stellt. Den Kanal gibt War es das nicht? erst. Den gibt es erst seit Anfang September. Der hat schon über 3.500 Follower. Jo, Ist doch genau. ein Video, oder? Ja, da gibt es doch ein Video. Jagd auf Roter Oktober. Ja. Mit dem Sean Connery. James Ja, Bond, da ja. ehemaliger. Ja. Servus. Mammut, Andreas T65, Mahlzeit. Modellbahnkanal schreibt, dass der Sternenzerstörer bezieht sich auf Gesetze der BR in Klammer D. Was will er damit? Sorry, irgendwie habe ich ihn für informierter gehalten. Hä? Er hat schon recht. Ich weiß, was er damit meint. Kann nicht gleich mit geballtem Wisse auf Leute einprügeln. Es kommt schon noch, Modellbahn, keine Angst. Ich könnte noch ganz auch beweisen, ich habe es daneben mir liegen. Ich brauche nur ablesen, mache ich aber nicht. Die Ich muss auch Leute, den Peter und ich muss uns in gewisser Art und Weise schützen. Wir brauchen keine irgendwie Strikes, also Schläge. Schlag ja, heißt doch Schlag, oder? so ungefähr. Hallo Ja, Beate was ist? Berger, ja klar, sind wir live. Sehen wir doch hier. Servus Beate, wir sind live hier. Steht doch dran, live. Live ist Also live. lebendig. Ja. Lebendig. Ja. Genau. Ah, es gibt ja noch die Freunde oder die Mitsucher für Scarlett. Ist die Suche morgen, oder? Ja, also heute geht schon jemand suche. Heute Samstag. Heute soll jemand schon suche gehen. Ja, ich habe da schon gestern mal kurz. Nee, heute. Heute Morgen mal kurz telefoniert. Ja, oder war es gestern? Die Tage sind so lang. Ich habe jedenfalls telefoniert mit einem der Suchenden. Und ich habe gesagt, bitte Bescheid gebe, wenn was gefunden wird. Ja, ich habe bereits gestern Abend ein Video vorbereitet über eine Suchaktion im Wehratal. Allerdings, das dauert ein bisschen zum Hochladen. Das sind 3,5 GB. Das Video geht eine Dreiviertelstunde, aber ist mega cool wurde. Und Teil 2 gibt es da ja auch noch. Also, deshalb habe ich hier einen Livestream mal inne gequetscht, spontan. Dann gibt es noch ein Update zu dem Brand von dem Bauwagen. Da war ich nämlich am nächsten Tag nochmal vor Ort und habe ein Interview mir eingeholt. Ja. Einfach überraschen lassen und anschauen, das ist ganz wichtig. Wie kann denn einfach ein Bauwagen da so in Flamme aufgehen? Irgendwie. Ein Anwohner, der da unten wohnt, der hat auch schon in der Vergangenheit öfters mal Schererei gehabt mit dem Zug. Ja. Und hat dann halt auch Sachbeschädigungen bemerkt. In der Vergangenheit schon. Und was ich da alles gesehen habe da oben, also da muss anscheinend die Spusi schon durchgegangen sein, also die Spurensicherung, weil diese einzelnen Teile da alles so rumlaget. Ja, unter anderem war da bei diesem Bauwagen, wo die Schule benutzt hat, da sind natürlich irgendwelche Jugendliche auch immer wieder oben gewesen, eine offene Kondomverpackung rumgelegen. Was? Waren die von mir? Da muss irgendeiner muss da oben in diesem
Bauwaage Sag mal, schmutzige Sache gemacht habe. ist deine, Peter? Wann ist Nö. deine? Komm, sag mal. Ja, da war so Passt ein, ja. das lag da einfach rum, dann zerbrochene Flasche. Ob das jetzt ein Molotow-Cocktail war oder Schnapsflasche oder irgendwas, keine Ahnung. Also die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Finde ich übrigens auch nicht gut, wenn ich im Wald Scherben rumliege. Ich habe immer so eine Tüte dabei, wenn ich irgendwo was rumliege sehe von dem Müll. Da bin ich mir nicht zu schade und pack den mit ein und schmeiße ihn dann dahin, wo er hingehört. Ich verstehe es nicht. Vor allen Dingen gerade auch im Sommer, ja. Okay, es gibt ja junge Leute, mir war, sind sie immer noch im Kopf und auch im Körper, wenn es brennt. Das sollte man nicht tun. Ich kann auch hier nur an alle appellieren, macht selber, was ihr wollt, aber ich sammelt den Müll ein und ich lasse auch keine Glasscherbe im Wald liegen. Warum ist auch klar. Wenn die Sonne Ja. immer spitze Wind drauf brennt, dann fangen sie irgendwo an brutzeln. Wir hatten ja jetzt eine Dürreperiode, aber ich glaube, die ist jetzt mal rum, oder? Ich glaube, das ist Ja, wieder alles hier ist soweit. ja, hey, so viel Pilze, wie hier wachset, das ist der Hammer. Das ist abartig. Das sind so viel, da wachsen so viele Pilze. Das glaubst du nicht? Deswegen habt ihr da oben auch so viele Schweizer, die Ja, unsere Pilze aber boxen. in der Schweiz gibt es anscheinend keine. Aber ne, ich habe auch Pilze gefunden. Allerdings, ich guck mal, ob ich das einblenden kann. Ich bin mir nicht sicher, ob die essbar sind. Ja? Achtung. Jetzt Die Achtung. waren richtig groß. Also ich habe hier eine Nahaufnahme. Jetzt mal gucke. Ich schieb das jetzt mal über dein Bild drüber. Was? Wo ist das jetzt hier? Ist wieder runtergerutscht. Machst du mir Also, ein Bild? es gibt ja so verschiedene, es gibt ja verschiedene, wo ist es? Champignons, ja? Es gibt so eine App. Jetzt habe ich es gerade eingeblendet. Das, laut der App ist das ein Wiesenchampignon, und zwar ein Anis-Wiesenchampignon. Aber es, ja, es, Oh. das Problem ist, es gibt hier natürlich auch, ja, wie soll man sagen, es gibt natürlich auch. Oh. Jetzt kriege ich hier eine neue Meldung, aber das ist wieder eine separate Geschichte wert. Ja, die App hat angezeigt Wiesen-Champignon, aber es gibt auch diesen Karbiol-Champignon, der ist giftig. Jetzt ist meine Frage an euch Pilzkenner da draußen, ne? Schreibt mir das mal in die Kommentare rein, was ihr meint. Also ich habe das Ding nicht gegessen, ne? Ich habe gestern schon mit der Carmen geschrieben. Ja, sie hat gesagt, da gibt es einen giftigen, der sieht genauso aus. Und ja, von da gesehen. Ja. Also. Ist natürlich schon spannend, was das für ein Pilz ist. Hast du gesehen, Sternenzerstörer in dem zweiten Monitor? Der Gute. Ist das ein Guten Kuh? Appetit. Ist nicht gut, oder? Es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann schon mal probieren und dann nach 2, 3 Stunden dich zurückmelden. Ganz während im Live mal dran rumzuknappen. Und dann schauen Wenn ich dann umfall vom Stuhl, dann war's das. wir mal. Ja, das wäre natürlich ein tödlicher Beweis, sozusagen. Tödlich. Frag da mal lieber jemand Richtigen, der sich da damit auskennt. Ja, weil die Apps, ja, die,
Also alles, was so Apps sind, kann man ja eigentlich vergessen. Oder? Auch Ne. hier kann ich nur jedem empfehlen, frage Fachmann oder kauf da ein ordentliches Buch oder schau halt mal im Netz. Wenn du da nicht sicher bist, dann lass ihn lieber in der Natur stehen. Da gehört er nämlich hin. Natur, Also natürlich. ich habe natürlich einen sehr schönen Pilz noch gefunden. Den werde ich auch mir genüsslich zubereiten. Man sieht hier einen schönen Riesenschirmling, auch Parasolpilz genannt. Da gibt's auch Fehlläufe, aber da kenne ich mich sehr gut aus. Dieser Ring unten ist auch verschiebbar, den kann man runterschieben. Man kann diesen Pilz ohne Stiel, also nur der Deckel, nur den Hut, den kann man zubereiten wie ein Schnitzel. Einfach melieren, dann mit Ei, genau, dann anschließend mit Ei in Eiwände und dann noch Semmelbrösel. Das schmeckt echt genial. Dann noch ein schönes Salat dazu. Aber diese anderen Pilze, und dann habe ich was gesehen. Als ich da hoch bin, ich zeige euch das. Das hat. Erstmal hat es hier richtig da oben eine Rauchwolke gegeben. Ich habe gedacht, hier brennt irgendwas. Das ist natürlich das AKW in Leibstadt. Das AKW in Leibstadt, dann links sieht man diesen Funkturm von Herrischried. Da ging so viel Zeug hoch in die Luft. Also wenn das alles Wasserdampf ist, der war so richtig dunkel. Und das Bild wurde gemacht um 18:44 Uhr gestern von mir. Und dann ging es weiter. Es hat dann um 18:55 Uhr wurde es dann schon etwas röter. Das sieht doch hammermäßig aus. 18:55 Uhr. Natürlich auch AKW Leibstadt im Hintergrund, ein bisschen rangezoomt, das sind alles Handybilder. Wo ist Leibstadt, Peter? Leibstadt, das ist auf der Schweizer Seite. Ich hatte doch kürzlich da einen Livestream gemacht vor ein paar Tagen bezüglich diesen Notfallübungen. Und das ist das Kernkraftwerk. Und dann hat sich der Himmel dann richtig dunkel verfärbt. Schaut euch dieses Bild an von 19:04 Uhr. Feuerrot der Himmel. Rechts im Bild sieht man wiederum diese Dampfwolke, die nach oben zieht. Ey, Wahnsinn. Brutal. Kann Feuerroter es Himmel. denn sein, dass solche Dampfwolken, kann es denn sein, dass die Einflüsse haben auf unser Wetter? Frage ich mal. Kann es sein? Servus Franzi und Hannelore Dangelranz. Carbolchambium riecht unangenehm nach Phenol, teerähnlich. Wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Gefährlicher ist der Knollenblätter. Ja, klar, der ist tödlich. Also es hat tatsächlich so gerochen, der Pilz. Wie so Anis, aber ich habe mir jetzt mal in die braune Tonne geschmissen. Ich hab's mir nicht getraut. Nee, bin da. Ja. Man will ja nur Wahnsinn. weiterleben. Also. Aber es gehört da zurück in die Welt. Nicht in die Das Tonne, in den AKW im romantischen Flussbogen gegenüber Waldzuttingen. Im romantischen Flussbogen. Also, das ist natürlich echt der Hammer. Also die Bilder, die sind einfach, mir haben die echt gefallen. Das hat dann später um 19:05 Uhr, bereits eine halbe Minute später, bin dann schon wieder runtergefahren, da habe ich dann von dieser Seite so ein Foto gemacht. Man sieht dann auch so, auf der rechten Seite ist das AKW, wo hochgeht und dann der ganze Himmel mit einer Wolke im Abendrot steht. Also voll klasse geworden, ja?
Ja, genau, so kann man hier schöne Bilder machen zu jeder Tageszeit. Jetzt schreibt da schon wieder jemand hier. Ja, was schreibt denn die Beate hier? Der Seher wollte doch heute Abend seine Koordinaten zusenden. Ich weiß nicht, ob sich jemand gemeldet hat. Und ja, keine Ahnung. Der hat doch ganz klipp und klar eine E-Mail-Adresse, unter der er erreichbar ist, und wer ihn anschreibt, hat Ja, nichts gesagt. klar. Also ich habe die Koordinate habe ich natürlich schon ein bisschen länger herbekommen. Was? Was? Also. Oha! Wo war das? Jetzt kommt der Hammer. Da schreibt jemand aus meiner Zuseherschaft persönlich, dass boah, dass die Tochter am Mittwoch ins Krankenhaus musste wegen diesem gefährlichen Virus mit dem C. Sie war 3 Tage in der Notaufnahme. In den 3 Tagen, wo sie dort war, bekam sie nichts zu essen. Das ist ein Skandal. Ich habe jetzt gerade mal angeschrieben, wo das war. Und Ha! Verstoß gegen die Menschenwürde. Lieber Scholli. Krass. Warum kriegt man denn nichts zu essen? Wird immer besser. Es wird immer besser. Naja. Gut. Begründung? Nichts zu essen da, oder wie? Ja, ich habe auch noch nichts gegessen. Ich war heute, statt zum Mittagessen, habe ich hier ein bisschen am Kopf abgenommen. Da. Dass ich wieder in meinen Webcam-Kasten komme, ein bisschen. Ich war beim Okay. Friseur. Und Und bist dran gekommen? ich muss merken, die Friseure werden da immer teurer. Ja. Naja. Wird mal Zeit, dass YouTuber mal wieder eine Lohnerhöhung gibt. Naja, macht er alles auf Null. Passt's. Auf Null, mein Freund. Auf Null. Steht da bestimmt auch gut. Bist du ein hübscher Mann, sag mal. Ah, ja. Na, mit dem Winterfell. Obwohl, jetzt wird's ja kalt. Ja, also ich habe Jetzt schon gibt's. gemerkt, es wird ein bisschen, wo ich gesagt habe, ich möchte gern so 9 mm oben und 6 an der Seite. Was? Ja, das ist doch aber auch kurz, wird doch kühl, wirklich, nur mit der Maschine. Dann habe ich mir über Schnörre gelassen, dass sie dann doch mit der Schere ein bisschen ihre Kurven schneidet. Genau. Zentimeter oder 9? Ne, Millimeter, Millimeter. Bei 9 Zentimeter kannst du einen Käseschnitt verpassen lassen. Also früher habe ich immer so 10, 10,50 € bezahlt, ja. Und dann war es, zuletzt waren es eigentlich 16,50 für einen Maschinenkurzhaarschnitt. Aber da hat ja ein Politiker hat ja ein neues Gesetz ins Land geworfen, während den letzten 2 Jahren war das so, wegen der ganzen Hygiene, dass es keine Trockenhaarschnitte mehr gab. Man muss die waschen wegen der Infektiosität und tralala. Ja, und dann, also normalerweise, was haben die? Die haben da mit so einer Sprühflasche so, und das ist dann ein Nasshaarschnitt. Ein Nasshaarschnitt. Und Ja, warum bist du denn in die Haare gekommen? Wäre doch viel einfacher. Vielleicht kriegst du eine Menge Rabatt. was, warum ich was gekommen? Ja, warum bist du nicht gleich mit nassen Haaren zum Friseur gegangen? Ja, ich bin ja eigentlich der Fahrtwind, der war so heiß, mehr Klimaerwärmung zur Zeit, der war so Ja. heiß, dass die Haare wieder trocken waren.
Tja, das hat wohl nicht funktioniert. Also ich tue mir das mit meinem natürlichen Shampoo ohne irgendwelche Zusatzstoffe immer selbst wasche. Und dann gehe ich mit gewaschenen Haaren zum Friseur. Ich will Sehr nur gut. geschnitten haben. Ich habe das noch nie machen lassen. Mache ich nicht, grundsätzlich nicht. Ich lasse keine Chemie an meinen Körper rankommen. Alles nur Naturprodukte. Übrigens, es gibt ja die, was? Die Sprühflasche. Ah, das wäre cool. Genau, das mache ich. Ich bringe nächstes Mal die Sprühflasche mit abgekochtem Leitungswasser mit. Sei hier, bitteschön, ich möchte es gerne. Also, ich habe dann extra nur angerufen vorhin. Da sage ich ja, wie ist denn das? Bei mir auf der Rechnung steht Nasshaarschnitt drauf, 22 Euro. Ich habe immer weniger zahlt vorher. Gut, es ist jetzt natürlich Inflation. 10% sind wir mittlerweile. Das kostet natürlich einen Haufen Geld. Ich habe dann auch gesagt, ich habe dann ein bisschen Trinkgeld dagelassen, aber man kann sich morgen schon wieder weniger kaufen mit den paar Cent. Es steigt der U-Bache. Man merkt schon am Toilettenpapier. Ich habe da ein Video abgedreht, aber ich habe gedacht, ich lasse es lieber, weil da hätte ich nämlich das Kaufland Säckingen voll in Verruf gebracht. 5,99 für eine Achterpackung Toilettenpapier mit 180 Blatt dreilagig. 5,99. Hingegen kostet eine Zehnerpackung vom Edeka in Rickenbach 3,59. Zehnerpackung dreilagig 200 Blatt. Und jetzt geht doch tatsächlich mein Kolleg vom Hotzewald rund auf Säckingen und denkt, er kauft mal günstiger ein. Jetzt fährt er da 20 Kilometer eine Strecke, geht da rein, seine Frau nimmt die Toilettepapierpackung. Also ich habe ein Video gedreht. Ich habe es mir nicht getraut hochzuladen, weil ich bin dann ganz nah anschließend auf die Marke drauf von dem Geschäft und habe gesagt, der hat bestimmt demnächst keine Kunde mehr. Also Also, Restposten war. das war übrigens schon ein paar Tage her, es war irgendwann am 21. rum, wo ich das Video gedreht habe. Ey, Wahnsinn, im Kaufland in Säckingen, das war damals 5,99 Euro. Kennt ihr noch die Zeiten, wo so eine Zehnerpackung irgendwie so 2,65 kostet? Vierlagig, ja, man will ja keinen wunden Popo haben. Und einfach nicht zu viel nehmen, sonst verstopfen die Toilettenrohre bei so vierlagige Dinger da. Und ja, genau, der Herr Zimmermann meint, bald ist es günstiger, in den Wald zu gehen. Einfach ein Schäufele mitnehmen. Dixie, aufs Dixie Aufs gehen. Dixi, das. Wie ist denn das eigentlich? Gibt's nicht irgendwie die Möglichkeit, solche Dixi-Toiletten, da zersetzt sich das Ganze doch. Also, es muss doch irgendwas Günstigeres geben als, warum nimmt man eigentlich Frischwasser damit, um die Toilette zu spülen? Das ist doch viel zu kostbar. Kann man das nicht mit anderem irgendwie. Geht es nicht irgendwie anders, habe ich mir so. Ich muss jetzt mal wieder das Bild einblenden, damit man dich auch sieht. So, jetzt sieht man dich auch wieder und hört man dich nicht nur. Verstehe auch nicht mit dem Wasser. Das geht ja. anders. Das wie? Das geht anders. Geht anders. Frisches Wasser. Frisches Wasser. Und dann habe ich mir auch sagen lassen, Thema, da kriegt man ja viele Inhaltsstoffe aus dem Wasser dann heran. Aha. Kann das sein? Ich weiß ja nicht. Also, es ist natürlich schon eine teure Geschichte. So, wenn man überlegt, wie viel Wasser da runtergeht. Jetzt habe ich das Gläser Sprühflasche mit Desinfektionsmittel und die Haare als Sondermüll entsorgen. Das schreibt der Andreas T65.
Sprühflasche mit Desinfektionsmittel zum Friseur, so. Na, Kannst Wahnsinn. du auch hinterher nach dem Friseurbesuch ein Sprühpflaster auflegen, dann halten deine Haare doppelt so lange. Sprühpflaster. Ja, der Friseur ist jetzt schon teuer. Also früher gab es ja noch, es gab ja früher immer noch so ein Espresso oder ein Wasser dabei. Die Frauen, die zahlen ja grundsätzlich immer mehr für einen Friseur. Die werden immer ausgeschlachtet. Da gibt es dann aber wenigstens noch ein Prosecco dazu. Aber das gibt's nicht mehr. Also wir nehmen das nächste Mal. Was nehmen wir nächstes Mal mit? Wir reduzieren die Friseurkosten. Wir nehmen mit eine Sprühflasche mit Wasser drin, abgekochtes Wasser. Dann nehme ich mit eine Kanne Kaffee. Ich lade meine Friseurin dann gleich ein. Ich nehme zwei Tassen mit und zwei Zucker und zwei Milch. Und dann Noch was zu essen. nehme ich vielleicht noch ein Prosecco mit zwei Gläsle und das Haargel tue ich auch von mir mitnehmen. Da muss aber mindestens was gehen. Das heißt so, von den 22 Euro ziehen wir jetzt wieder 10 Euro ab und da tun sie die Hälfte in ihre Trinkgeldkasse. Schau das Wasser, wenn sie deine Haare waschen, dann sagst du ihnen, sie sollen unten das Sifo aufmachen und in zwei Eimer abfüllen und dann kannst du noch ein Fußbad nehmen beim Friseur. Ja? Ja, Wahnsinn. Ganz Naja, einfach. gut. Also ist los, aber gut. Ja, so. Ja, was ist jetzt mit dem Blitzer da in Säckingen? Wo steht der? Wissen das die Leute noch? Oder lassen die sich erstmal ordentlich informieren, dass das Ding bezahlt werden kann? Ja, ich bin mal gespannt. Also, es sind da sicherlich irgendwelche Leute, die den Stream jetzt angucken, anhören und die missen natürlich irgendwie. Die wissen ja, was sie zu tun habe und von da gesehen. Ja. So ist es. Was gute alte Bengel schieße, Sägemehl drauf und fertig. Gut. Also, meine Uhr sagt 16 Uhr, mein Herd ist fertig, ich habe was im Ofen, ich muss was zum Essen. Danke fürs Zuschauen, war echt eine coole Runde. Und ich bin mal gespannt, was das für ein Krankenhaus ist, wo die Leute auf der Notfallambulanz verhungern lassen. Also, das ist ja schon der Hammer. Also, das ist. Die ist im Landkreis Lörrach, ist die wohnhaft. Ich habe auch gefragt, ob sie vielleicht keine Spritze hat. Das Kind kann ja sein, weil da wird ja auch Unterschiede. Wenn man jetzt nicht gespritzt ist, dann tun ja teilweise die Leute da diskriminieren. Und ja, genau. Also, vielen Dank dem Sternezerstörer hier. Lasst uns alle ein Däumchen da. Auch. Okay. War ein mega geiler Stream. Burgvogt BT, schau den Stream unbedingt komplett an. Der ist eine Stunde 8 jetzt lang. Das rentiert sich. Vor allem die Geschichte da rund um den Friseur. Und ja. Ich glaube, ich muss demnächst mal wieder nach Freiburg ein Video mit dem Zamme drehen, solange er auf freiem Fuß noch ist. Montag Am hätte Mund. ich ins Hotel Knast einlaufen sollen. Wie ihr seht, habe ich das nicht getan. Ich werde es auch nicht tun. Ganz einfach. Ah, und eine schöne nach Dortmund an die Marita und an die Tanja. Gute Besserung aus Freiburg. An alle anderen sage ich einmal Dankeschön für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Danke, Peter. Auch an dich. Danke, jo, danke und dann schöne Zeit, schönes Wochenende, bis demnächst. Ebenso. Ciao. Ja, folgt mir auf den anderen Kanälen
Unten in der Videobeschreibung sind die Links. Hier in dem Livestream gab es viele Nachrichten, unter anderem 3 Verkehrsunfälle in der Schweiz und eben die Abzocke in Bad Säckingen mit Blitzer. Eigentlich zocken die alle ab, die da blitzen und Radarfalle aufstellen. Ist das überhaupt zulässig? Wie könnt ihr euch verhalten, wenn ihr so Briefe kriegt ohne Unterschrift? All das in diesem Livestream. Und natürlich wird alles wieder teurer. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Was eine Idee, 12-Stunden-Stream, hat schon einige YouTuber berühmt gemacht. Gäste zuschalten wie SZ oder SEO wäre doch was. Ja, mal gucken, was man da. 12 Stunden ist natürlich schon heftig. Oh, wow, 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 wow. Also, da brauche ich dann einen Sponsorpartner für die Zeit. Weil in der Zeit kann ich keine anderen Videos machen. Also, ich wünsche euch was. Alles Gute, bis dann. Und